Theater und Philharmonie Thüringen hat die Leichte Muse im Spielplan. Paul Abrahams Operette Viktoria und ihr Husar. 1930 uraufgeführt und bereits 1931 im Spielplan des Landestheaters Altenburg mit großem Erfolg nachgespielt. Die Nationalsozialisten beendeten jedoch 1933 diese hoffnungsvoll begonnene Karriere des jüdischen Komponisten Abraham und verboten die Aufführung seiner Werke, die fortan für lange Zeit in Vergessenheit gerieten. Erstaunlich ist allerdings der Aha-Effekt des Wiedererkennens von bekannten Melodien, die irgendwie zu Ohrwürmern, zu Evergreens geworden sind. Natürlich fehlt auch das Herzschmerzthema nicht, was zu einer Operette gehört. Hier ist es Kriegsgefangenschaft, Heimat und Partnerverlust bei den Hauptfiguren, dem Husarenrittmeister Stefan Koltay und der Gräfin Viktoria. Einst ein Paar, dann durch Kriegswirren getrennt und nach Jahren sieht man sich wieder. Doch Viktoria ist mit einem anderen verheiratet, dem amerikanischen Gesandten John Conlight. Dagegen gestellt sind die Buffo-Szenen der zwei Paare, die sprühend und dem Stil der 20er, 30er Jahre entsprechen. Die Musik Abrahams atmet den sogenannten goldenen Glanz der Jahre um Inflation, um Hoffnungslosigkeit bis hin zu ekstatischer Leidenschaft. Vieles erinnert auch an die großen Revuen dieser Zeit und diese Szenen sind dem Regieteam und dem Ensemble besonders gut gelungen. Besonders reizvoll für den Zuschauer dürfte auch der Szenenwechsel zwischen den verschiedenen Handlungsorten sein, was sich natürlich auch musikalisch widerspiegelt. Japan bietet Exotik zwischen Ost und West. Die amerikanische Botschaft in Petrograd steht zwischen den Fronten. Schließlich löst sich in Ungarn der Konflikt zwischen den Protagonisten und das Paar findet doch noch zusammen. Ein kleiner Wermutstropfen allerdings kann nicht ganz verschwiegen werden. 3 Stunden Spieldauer können für eine Operette sehr lang werden, zumal wenn dem Haupthelden der Glamour und Charme eines echten Operettentenors fehlt. So ist die Entscheidung Viktorias nicht zu ihrem Ex-Ehemann zurückzukehren, sondern sich für Koltay zu entscheiden, schwer zu verstehen. Doch alles in allem ein Abend voll zündender Musik mit schwungvoller Choreografie und einem gut aufgelegten Ensemble. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.